So, weiter geht es mit der 240 in 1 Arcade Machine oder Mini Arcade Machine und Spiel 121 bis 140 sind heute dran und 121 ist Bubble. Und im schwarzen Hintergrund hat er ein bisschen Probleme mit dem Fokus immer. Gucken, ob er sie noch einkriegt. Jupp. Also ich bin da wohl so ein U-Boot und muss die Fische einblubbern. Witzig. Blubber, blubber. Ich kann also nur nach links und nach rechts. Was ist das? Tja, an den komme ich ja gar nicht ran. Ach so, ich kann mich auch umdrehen. Dafür ist die zweite Taste. Keine Ahnung, was das ist. HP20. Okay. Stage 2. Hallo Fokus. Tut er sich wirklich schwer. Jetzt wird es. HP30. HP20. Es scheinen irgendwie die Health Points zu sein. Auch wenn da so ein kleines Häuschen daneben ist. Und ich schätze, wenn ich jetzt noch einen durchlasse, dann geht das auf Null. Lass mal den einmal da durch. Und dann muss ich Stage wieder von vorne anfangen. Okay, das war Bubble. Cannonade. Das kommt mir doch bekannt vor. Ziemlich. Sogar die Explosion. Habe ich das nicht schon gespielt? Wenn ich die rechte Taste Maustaste drücke, komme ich irgendwo anders wieder raus. Ist so eine Art Warp. Teleport. Das ist ziemlich langweilig. Coast Guard. Okay, irgendwas mit Flugzeug. Also steuern ist gar nicht, außer Bomben werfen. Ich bin der Flieger da oben und ich kann eigentlich nur Knopf drücken. Und diese Bomben abwerfen und da irgendwie die kleinen Boote muss ich wohl treffen. Langweilig. Also ja, fast schon einfältig, da kann man ja nichts machen. Cup Adventure. Vielleicht ist das besser. Hin und wieder ist ja mal eine Perle dazwischen. Okay, was bin ich? Okay, ich bin der Weiße da oben. Mit dem Schopf. Jetzt hat mich der andere Weiße hat mich umgerannt. Ey, du bist doch auch ein weißer Bär. So eine Art Pac-Man. Ich schätze mal, ich muss hier die Herzchen sammeln und allem ausweichen, was da so rumläuft. Was hier nicht ganz einfach ist,
weil das Mist viele immer hoch und runter geht. Aber ich glaube, die Seelöwen sind ziemlich einfach programmiert, die gehen immer dieselbe Strecke. So, und dann haben wir hier noch so ein... zum Schluss so ein Ventilator oder sowas. Ach, und damit hebe ich ab ins nächste Level. Man muss hier natürlich wieder die Herzchen sammeln. Und so weiter und so fort. Duff Bomb. Depth Bomb. Tja, das, was vorhin mit Baracken war, ist jetzt einfach mit... ein bisschen positionieren hier. Ist jetzt einfach mit Schiffe versenken mit Schiffen. Also im letzten Teil hatten wir es mit Baracken. Die Dinger musste man positionieren. Mit der rechten Taste kann man die dann ändern. Und das war jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig, egal. Das jetzt habe ich nur gemacht. Jetzt kann ich sie nochmal neu. Ja. Jetzt muss ich dem hier irgendwo hinschießen. Ich probiere es gleich mal mit dem. Bomb? Was heißt das, was getroffen oder nicht getroffen? Ach, und dann kann man auch wieder diese... Es ist genau das Spiel, hatten wir schon mal. Guckt euch den anderen Teil an, den davor. Da war das Spiel nur mit Baracken anstatt mit... Schiffen. Wo bin ich jetzt gerade hier? Hä? Ach, das ist nochmal... Ne, das heißt Bubbles. Da ist Bubble. Das bringt mich durch. Ein andere. A Double Dom Doom. Okay, was soll das sein? Mhm. Ich bin dieser kleine Power Ranger oder was das sein soll. Schießen kann ich. Oh. Ja. Ich dachte, der wäre eingefroren zum Einsammeln. Patsch. Ach, der kann da oben auch schießen. Ja, und wahrscheinlich muss ich ja auch noch irgendwie was. Patsch. Diese Ameise. Irgendwie war es das jetzt mit Schießen. Naja, auch so eine Art Pac-Man. Diamond 127. Oh, ein Arkanoid. Ein Breakout-Clone. Linke Taste. Warum das Ding Diamond heißt, ist natürlich die große Frage. Weil oben ein Diamond ist. Und wenn der Ball schneller ist, als dass man ihn einfangen könnte, aber keine Chance hat, ist das natürlich nicht schlecht hier. Keine Chance. Überhaupt keine Chance. Also man muss schon abschätzen, wo der Ball denn wohl hinkommen würde. Sonst hat man da wenig Chancen, schon wieder. Einfach kein Drankommen.
Jetzt wird der Ball wieder langsamer, jetzt wird er wieder schneller und jetzt habe ich den Diamond. Und dann komme ich in die nächste Stage. Ups. Ich will doch da durch. So wollte ich das doch. Man. Aha, jetzt wird er größer. Also so eine Art Arkanoid. Mit Extras. Wird wieder kleiner. Jetzt habe ich den Diamond und komme in die nächste Stage. Oh, jetzt wird es schwierig. Wirklich schwierig. Weil der Abstand so klein ist. Also, wie soll denn das gehen hier? Bisschen schwierig, aber ganz kurzweilig. Dune War 128. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nur nach links und rechts drehen. Ach so, okay. Also mit dem Cursor dreht man sich und kann auch gleichzeitig mit dem zweiten, mit der zweiten Taste, mit der rechten, läuft man dann gerade in die Richtung, wo man guckt. Keine einfache Steuerung. Jetzt muss ich mich hier wieder so drehen. Okay, kann man sich aber dran gewöhnen. Man kann den Feuerknopf auch halten. Okay, bisschen schwierig zu steuern, aber kann man sich bestimmt dran gewöhnen. Firebase. Noch ein bisschen besser. Sowas in der Richtung würde ich auch schon. Also mehr als einmal. Unten links, rechts und oben muss man was abschießen. Okay, das ist nicht sonderlich originell. Das hatten wir schon. So ähnlich. Ja, aber irgendwie müssen ja die 240 Spieler auch zusammenkommen. Bei manchen haben sie wahrscheinlich dann einfach nur mal die Sprites ausgetauscht. Convection. Was soll das sein? Ja. Wo bin ich? Wer bin ich? Okay. Okay, ich bin der Edelstein da oben links. Ich muss jetzt wahrscheinlich die anderen Edelsteine einsammeln, ohne erwischt zu werden. Und das sind wohl Teleporter hier. Und jetzt bin ich da unten rausgekommen. Edelstein. Nächster Teleporter. Gucken, wo man ist. Nehmen wir mal den oberen. Komm nach unten. Aha, hat er mich erwischt. Da muss man wieder von vorne anfangen. Hier ist wieder eine Gemeinheit, man kann nicht schräg steuern und wenn man schräg steuert, dann bleibe ich stehen. Okay, Game Over. Fand ich sowieso nicht so toll. Five Days.
Ich kann nach links und nach rechts und damit kann ich hier einfach nur den Winkel ändern. Und muss jetzt wohl versuchen, dass die mich hier nicht abschießen. Und wenn ich schieße, kann ich nicht steuern und wenn ich steuere, kann ich nicht schießen. Ich glaube, du brauchst gleich zwei. Ah ja, und jetzt gehen meine Herzen weg, weil die inzwischen schon so nah kommen und mich beschießen. Okay. Was haben wir da noch? Frantic Mouse. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte Start drücken. Start. Okay, ich bin wohl die kleine Maus. Oh, und springe mit der A-Taste. Seltsam. Man muss wohl eine Wolke höher springen. Was wohl gar nicht so einfach ist. Probieren wir es nochmal. Dumm, dass ich nicht auf der auf der Wolke landen kann, wo ich gestartet bin. Also wird das schon extrem schwer. Da habe ich ja überhaupt keine Chance. Ach komm, weg. Fruit Dish. Achso, Dann muss ich die jetzt so mit, genau, mit den, mit der Taste so ändern. Mit der linken Taste. Dass daraus Zitronen werden. Mann, ist das einfach. Das ist eher was für kleinere Kinder. Den kann man erzählen. Das ist eine Zitrone. Man macht die Banane zur Zitrone. Das sind Weintrauben. Das ist eine Erdbeere. Das sind Bananen. Nein, du brauchst eine Zitrone. Siehst du, das ist eine Zitrone. Mann, wie langweilig. Und ich habe es noch nicht mal geschafft. Ich will jetzt trotzdem gucken, was passiert, wenn man es perfekt spielt. Und das kann ja nicht so schwer sein. So, und die letzte. Ich hätte natürlich nochmal einen Fehler machen müssen. Also einen Fehler darf man machen oder auch zwei.
Ach Gott, und dann muss man wieder Zitronen sammeln. Etwas langweilig. Galagant. Meine Hoffnung wäre, dass es ein Gallagher-Klon ist. Aber schauen wir mal. Nein, schon wieder ein Bewege dich links, unten nach links und rechts und schieß oben was ab. Tschüss. Hat man schon so oft. Garden War. Das hatte ich doch gerade schon wieder. Beweg dich links, rechts und schieß oben was ab. Ach je. Am besten macht man sich einen Zettel mit den Spielen, die man gut findet. Hm. 136 Gate. Manchmal kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was sich dahinter verbirgt, birgt hinter dem Titel. Okay, ich bin das rosa Teil oben und muss wieder Herzchen suchen. Und komme jetzt, das ist sogar derselbe Sound. Das war doch das mit dem Diamanten und den Teleportern. Jetzt bin ich halt nur so ein rosa Schweinchen. Und muss in die Teleporter. Selbe Spielprinzip. Ich hoffe, da kommt noch was Gescheites. Wo waren wir jetzt? 136 Gate, genau. Und jetzt. Holly Ho! Okay. Ich bin der Geist. Jetzt die große Frage, was muss ich jetzt sammeln? Es ist so ähnlich wie das letzte Spiel. Aha. Das ist aber ein bisschen unglücklich, wenn die Sachen, die ich sammeln muss, genauso aussehen wie die Sachen, denen ich ausweichen muss. Also die muss ich hier irgendwie sammeln. Und das Teil darf ich nicht berühren. Schnell dran vorbei. Und hier auch, wenn ich schräg, tut sich gar nichts. Ich muss gerade. Bei schräg bleibe ich einfach nur stehen. Das macht die Sache nochmal schwieriger. Und die Hintergrundmusik ist. Oh oh. Die haben sich noch nicht mal Mühe gegeben, eine Melodie zu machen. Das ist einfach nur schrecklich. Ah ja, und raus muss ich auch noch irgendwie. Natürlich den schwersten zum Schluss gelassen. Jetzt sind wir schon wieder. Hexapod New und Hexapod War. Zum Schluss ist das dasselbe. Hexapod. Presents to start. Hm? Was? Start, 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 start. Pause. Also ich muss da oben wieder irgendwas abschießen. Ist ein bisschen wie Centipede. Da bleibt was stehen und man muss anstatt Centipede heißt es halt Hexapod. Käfer mit sechs Beinen oder keine Ahnung.
Naja, okay. Und so weiter und so fort. Und was ist Hexapod worden? Das hatte ich doch auch schon irgendwie so ähnlich. Oh Gott, das sieht aus wie so ein Atari 2600 Spiel. Also ich bin das weiße kleine Teil, was jetzt nach rechts und jetzt nach links. Und wenn ich einen Knopf drücke, bewege ich mich schneller. Tja. Und ich schätze, ich darf nur das fressen, was kleiner ist als ich. Das war größer. Das war auch größer. Oh Gott. Jetzt blättern wird auch ganz schön langwierig. Labyrinth. Hatten wir nicht schon ein Spiel, was Labyrinth hieß? Go. Ich steuere doch gar nicht. Rechts, links. Ich muss mich wahrscheinlich entscheiden zwischen links und rechts. Yes, A, No, gleich B. Links, ja, nach links. Rechts. Links, ja. Ich verstehe es nicht mit der Steuerung. Lunarian. Was soll das sein? Der Mondbewohner? Fuck ist gerade sehr schlecht. Hat er immer mit einem schwarzen Hintergrund, tut er sich sehr schwer. Ach, nicht schon wieder, es ist doch schon wieder dasselbe. Mit links, rechts und schießen. Mad Christmas. Ich bin ein Elf und muss die Geschenke auffangen. Dann lächle ich kurz und kriege 100 Punkte. Oh, toll. Bom, das hätte ich nicht auffangen sollen. Naja. Hundertdreiundvierzig Motorboot. Lass mich raten, das ist mal wieder ein Rennen nach Schema F. Ja. Wir hatten ja schon lange keine Rennen mehr. Knopf drücken zum Gas geben, links, rechts. Ach Gott, ist das dasselbe wie 10-mal zuvor? Panzer Attack. Warum nicht Tank Attack? Panzer ist ja deutsch. Panzer Attack. Stahl. Die schießen, ich schieße auch.
Ich darf sogar den Knopf gedrückt halten. Ping, 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 ping. Ping, ping. Nicht sonderlich spannend. Na komm, gib mich. Pentabase. Great. Okay. Okay, ich habe genau 5 Richtungen, die ich schießen kann. Ich muss dann zusehen, dass ich die da abschieße. Ja. Poppel. Ja, ich dachte, ich könnte irgendwie steuern, aber ich kann mich nur bewegen, wenn ich in Fahrt bin. Okay. Das scheint also wieder hier so ein Rennspiel zu sein. Ein bisschen anders, man muss auch noch was einsammeln. Okay. Polar Bread. Die Fledermaus aus der Arktis. Ich glaube, das wird nicht mehr, außer du kannst dich links und rechts hin und her bewegen und schießen. Ja, und hin und wieder mal musst du so einen Schneeballen überspringen. Okay. Was ist das für ein Name? Rural Goblin. Das ist wieder nach unten rechts und unten links. Die Steuerung habe ich noch nicht so ganz begriffen. Tja. Einen habe ich ja schon getroffen. Ha, Spiel läuft. Ich weiß nur nicht, wie ich die Dinge jetzt hauen soll. Aha. Also wenn ich ganz wild hin und her und alles drücke, dann treffe ich hier nur wieder mal ein. Keine Ahnung, wie da die Steuerung gehen soll. Und gelinde gesagt, habe ich auch keine große Lust für dieses Spiel, das rauszufinden. Hier sind wir doch schon vorbei. Robot! Robot. Go! Hattest du dasselbe wie Labyrinth? Nur dass es jetzt kein Mädchen ist, sondern was weiß ich, so eine Kinderüberraschungsfigur. Okay, dasselbe. Tschüss. Da hat man dann die Auswahl, welches Preis man benutzen will. Aber ein wirklich neues Spiel ist es nicht. Season Garden.
Ring. Bob. 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 Okay, das ist wieder Wacker Goffer. Dass man hier den Hammer bewegen muss und dann draufhauen. Summer. Selbst die Blumen sind im Sommer dieselben. Okay. Auch nicht der Rede wert. Ich warte mal wieder auf eine Perle hier. Aber jetzt hier seit 121 ist nicht viel los. Und inzwischen sind wir ja schon bei 150. Und bei 160 ist Schluss. Screwmaus. Aber 160 Schluss für diesen Teil. Was steht da? Speed Fast Select Game. Und unten steht How Many Rounds. Ich sag mal jetzt mal 1, 1. Ah! Das ist ein Tron. Jetzt spielen die Computer gegen sich selber. Und die spielen ziemlich perfekt. Blau gewinnt, blau hat mehr Platz. Was ist gerade Snowball? Hä, hey, was soll das? Ich guck nochmal. Ich muss da nicht. Snowball ist was anderes. Okay, jetzt ist wieder der ganz schlechte Kontrast. Jetzt kann man halbwegs was erkennen. Tja, ich würde sagen, das ist nichts anderes als ein Sokoban. Ich muss es mal ein bisschen kleiner machen. Und Frere Jacke im Hintergrund. Und jetzt kann ich hier die Schneebälle in die Löcher buxieren. Das ist ein Sokoban. Das ist sogar... Das sind sogar dieselben Levels. Ich glaube, das andere war ein bisschen kontrastreicher. Was ist das? Aha. Linken Maustaste, linken Taste gibt man eins zurück. Und so weiter und so fort. Screwmaus, Snowball, Starfighter. Das wollte ich da gar nicht drücken. Starfighter. Start. Ach, schon wieder was. Ich bewege mich unten nach links und rechts und schieße oben was ab. Das hat man doch schon 12 Mal. Brauchen wir echt nicht noch öfter. Strafe. Ja, was hatten wir auch schon? Ich kann hier halt nach links und rechts und muss die ankommenden Massen dann im Schach halten. Ist sogar so, dass ich in manche Richtung nicht so weit schießen kann. Hatten wir auch schon.
Small Dinosaur. Okay. Jetzt hier muss ich einsammeln. Jetzt hier. Was ist das? Auch. Alles, was süß und knuddelig ist, einsammeln. Und nichts, wo ein Blitz dran ist. Um Gottes Willen. Auch Kätzchen und. Na, weiß ich nicht. Oh oh. Das war nicht gut. Gott, ist das langweilig. Also zwischen 120 und 160 scheint irgendwie nichts Interessantes zu sein. Silent Hunter. Das ist bestimmt auch wieder sowas. Okay. Ach, das Spiel läuft schon. Ja. Ein schönes Spiel. Ich habe keine Ahnung, was ich bin. Ich kann hier nicht steuern. Doch, ich kann mal steuern. Das orange U-Boot da. Und da sind drei Schiffe. Und ich kann kein Torpedos abschießen. Wenn ich jetzt in das Weiße da reinfahre, passiert nichts. Vielleicht muss ich hier entkommen nach rechts, das geht auch nicht. Auftauchen geht auch nicht. Vielleicht den Torpedo da ausweisen. Ich habe keine Ahnung. Entspannt. Langweiliges Spiel, wollte ich damit sagen. The Archer. Das ist bestimmt was mit Bogenschießen. Ich bewege mich links, rechts. Schieße nach oben. Und hin und wieder muss ich mal was überspringen. Das hatten wir doch erst. Ja, nun. Ach, da kann ich rausspazieren. Na, okay. Das geht so, aber ist eigentlich auch wieder dasselbe. Twin Cards. Stage 1. Das ist Memory. Haus und Auto. Boot und Haus. Haus und Haus. Juhu. Boot und Boot. Juhu. Apfel und Auto. Auto und Auto. Oh, da muss man richtig fix sein. No, thank you. Also Memory, das kann Spaß machen. Undersea Arena.
Ich will ja so ein Schiff versenken, ja? Ach komm. So, und das letzte, was ich für heute teste, dann habe ich schon wieder 40 durch, ist Warrior. Was muss man hier machen? Okay, ich bin diese Prinzessin oder dieser Warrior. Mit Schwert, kann aber schießen. Ja, und schießt auf Luftballons. Ja, und nicht nur Luftballons. Die waren halt greifbar gerade, die Sprites. Luftballons und Panzer. Ich weiß das zwar nicht, wie das zusammengeht. Toll, Ich konnte es nicht abschießen, weil es noch in der Geburtsphase war. Jupp. Naja. Okay. Also auch nicht so der Hit hier, das Spiel. Nun gut, das waren die 40 Spiele für heute. Ich fand, da war irgendwie so gut wie nichts Originelles dabei. Hatten wir alles schon. Also 121 bis 160 kann man sich so halbwegs sparen. Das Memory war so ein bisschen neu. Aber ansonsten irgendwie alles, was wir schon mal hatten. Jo, vielleicht wird es im nächsten Teil besser. Das werden wir dann sehen. Macht's gut, bis dann. Ciao.